Zwei Männer, eine Idee. Zwei Männer, eine Leidenschaft. Das war die Substanz, um im Jahr 2003 den festen Entschluss zu fassen, in Dahme einen Trödler- und Sammlermarkt zu veranstalten. Im Wissen, dass es viele mit diesem besonderen Tick fürs Nostalgische gibt, organisiert Marco Dastik und Jürgen Lansky für das darauffolgende Jahr im Dahmer Schlosspark diesen Markt. Eingebunden in das damalige Stadtfest hatten sich gerade mal 10 Händler in die Flemingstadt aufgemacht. Das steigerte sich zum 4. Treffen seiner Art schon immerhin auf rund 50 Stände. Das Besucherinteresse wuchs adäquat deutlich mit. Und schon fand die Grundidee gedanklichen Zuwachs mit Oldtimern und dem dazugehörigen Teilemarkt. 3 Jahre wuchs diese Veranstaltung mit einem so großen Zuspruch, dass Marco Dastik und Jürgen Lansky beschlossen, ihr Event vom Stadtfest zu trennen. Das Jahr 2011, die Geburtsstunde von Ottmar. Der Begriff hatte sich herumgesprochen und so machten sich 2012 über 4.300 am Eingang registrierte Besucher auf nach Dahme, um im Schlossparkareal 326 gezielte Fahrzeuge zu bewundern und auf dem Teilemarkt manch lange gesuchte Schätzchen zu erwerben. Durch einen Gewittersturm wurde der Veranstaltungsort, der Park, restlos verwüstet. Jetzt waren ein kühler Kopf und gute Überlegungen vonnöten. Unterstützung erhielten die beiden Macher Dastik und Lansky durch die Stadtverwaltung Dahme mit der Bereitstellung von Ausweichflächen, unkomplizierten Straßensperrungen und der Beräumung des ebenfalls vom Sturm verwüsteten Schützenplatzes. Mit von der Partie in diesem Jahr und das mit flotten Sprüchen, Radiomoderator Dennis King. Nachher machen wir die große Briefübergabe. Ne, den schenkst du mir, den schenkst du der Dennis King Stiftung für Beamte, Moderatoren etc. Ja. Und du kriegst dann mein Klappfahrrad. Oh, und nicht schlecht. Ich signiere es auch für dich. Immer. Alles klar. Schönen Tag noch. Firmen machten durch ihre Sponsorentätigkeit die Bewerbung der Veranstaltung umfassend möglich. Das Fazit? Bombastisch. Über 400 Fahrzeuge, 170 bis 180 Trödler, etwa 50 Teilehändler, Superwetter, Besucherzahlen in ungeahnter Größe. Ottmar hat sich etabliert. In diesem Jahr wurde zusätzlich Geld für die Sanierung des Schlossparks gesammelt. Denn am nächsten letzten Sonntag im Juni 2014, genau am 29. ist Dahme wieder ein Dorado für Nostalgie vom Feinsten.